Rund geht es beim Klosterfest der Steyler Missionare. Bereits zum 7. Mal findet das größte Missionsfest Deutschlands in St. Augustin statt. Auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 20.000 Gäste zu Besuch. Offen auf fremde Kulturen zugehen, ins Gespräch kommen und gemeinsam feiern. Dazu sind die Gäste aufgefordert. Ja, als Missionsorden stehen wir für die Botschaft vom Reich Gottes. Eine Einladung Jesu an alle Menschen zusammen mitzuwirken an einer Welt, in der Frieden, Gerechtigkeit und Liebe herrscht. Wir Steyler laden also Menschen zu diesem Fest ein, die mit uns zusammen sich für diese Sache Gottes engagieren möchten. Wir laden Menschen ein, solidarisch zu sein mit den Menschen weltweit, weil wir Steyler Missionare weltweit für diese Botschaft stehen. Gemeinsam mit den Menschen feiern, das ist die eine Seite. Wichtiger ist jedoch die missionarische Bewusstseinsbildung im eigenen Land. Der Missionsprokur kommt es darauf an, Verständnis und Unterstützung für das Wirken der Missionare zu gewinnen. Die beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, wie können wir den Menschen hier in Deutschland noch Mission als positive Eigenschaft überbringen. Und wir machen also missionarische Bewusstseinsbildung und bitten, indem wir Projekte vorstellen, auch um entsprechende Spendengelder, damit unsere Missionare weltweit, wir arbeiten wir in über 70 Ländern, dort ihre Missionsprojekte durchführen können. Unter dem Motto "Ein himmlisches Vergnügen" erwartet die Besucher ein buntes Programm. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer unterstützen die Missionare. Ohne deren Mitarbeit ließe sich ein Fest in dieser Größenordnung nicht organisieren und durchführen. Ich bin schon 2-3 Mal als Besucherin hier gewesen und schon damals hat mir immer die Atmosphäre hier besonders gut gefallen. Das Internationale, die vielen Ehrenamtlichen auch, die hier alle möglichen Bastelarbeiten anbieten und Tanz, Musik, für jeden etwas dabei. Und da habe ich gedacht, es wäre sehr schön, auch mal selbst mitzumachen. Und darum habe ich mich hier als Helferin gemeldet für den Stand, der die leckeren Sachen für die Kinder bereithält. Zur Steyler Mission gehört auch eine Hochschule, die Philosophisch-Theologische Hochschule. Zurzeit studieren hier rund 150 Studentinnen und Studenten aus über 20 Nationen. Also ich habe mir das extra ausgesucht und bin jetzt auch aus Berlin hierher gezogen, weil ich es für wichtig halte, Interkulturalität auch zu leben, was ich glaube, in einem Kloster, was von den Steyler Missionaren betrieben wird, man total live dabei ist. Wir sind hier aus super vielen Kulturen und zusammen und leben praktisch das. Und der Schwerpunkt ist ja Missionstheologie und ich glaube, der christliche Glaube braucht die Mission und wir werden praktisch dafür sensibilisiert, auch mit solchen Situationen wie mit den Flüchtlingen damit umzugehen, weil wir eben andere Kulturen und ihre Denkweisen, Perspektiven kennenlernen. Wenn ich Ein besonderes Highlight des Klosterfestes ist der Auftritt der kölschen Band The Räuber. Die mit diesem Fest verbundenen Einnahmen und Spenden sind für einen guten Zweck bestimmt. Die Steyler Missionare unterstützen in diesem Jahr verwaiste und vernachlässigte Kinder in Botswana.